Kann man den Typen in der Badewanne essen? Nee. Nein, den kann man nicht beschlagen, was soll das? Ich muss generell mal am Strandmeer gucken, da ist irgendwo das Fernglas. Okay. Weiß nur nicht wo, ich weiß nur, dass es an einem Strand ist. Stacky Fetish. A little bit of skin can be flim. Was? Groom Tools. How it can boost your performance. So, ich bin jetzt an dem Strand, wo ich meinte, oh, hier ist ja so richtig viel Freiraum. Hier ist einfach nichts. Bis man da hinten weitergeht, soweit ich weiß. Early dinners. How bland food can extend your love life. School Idol Project. Genau. Warum hört sich das eigentlich an, als wenn die einfach nur solche in Labor gezüchteten Viecher wären? Ich meine, hast du die mal angeguckt? Ich hab die gehört. Have a girl, Doris Gilchild. Erklärt das dann, warum die manchmal 3D und manchmal 2D sind? Genau. Die kommen aus dem gleichen Labor wie... keine Ahnung, die Ruby-Charaktere. Was steht da? Foolproof way. To pick up foolproof way to pick up a retired pornstar. Gutes Heft, das hier rumliegt. Warum heißt das Heft Sundowner? Warum nicht? This is nature's paradise. Ich find's super, wenn Sundowner über schlechtes Essen einen fucking hängenden Hautfetisch und foolproof ways to get retired pornstars reden würde. Vergiss nicht immer, wenn du die Möglichkeit hast zu speichern. Ja. Das hätte ich nicht essen sollen. Apropos, wenn ich hier gerade schon bei dem Bett hier unten bin. Ich speichere auch. So, ich habe jetzt einen Aufsatz für meine Schrotflinte. Was für ein Aufsatz? The Choke and Silencer and was? Schrotflintenaufsatz. Heißt das, ist das, was wie das heißt? Ja. Gut. Scheinbar habe ich es hinten irgendwie drauf getan. Okay. Das sieht aus, als könnte man da Munition reintun. Ah, so ein Teil. So ein Teil. Ich habe keine Ahnung, was das macht für einen Effekt. Wahrscheinlich, dass du schneller nachlädst oder so, keine Ahnung. Da ist halt nicht mal Munition drin. Na gut. So, auf unserer Seite von dem Berg findest du halt noch Zeug. Okay. Auf der anderen Seite ist irgendwie noch nicht wirklich was, außer dieser eine Bunker mit der Keycard. Und wenn du Lager von irgendwelchen Gegnern da siehst, zerstör die bitte. Okay. Die bleiben scheinbar zerstört. Erstmal auf dem Weg nach Revolver City. Ach,
Dich lasse ich frei, mein Kumpel. Hier ist eine Schildkröte. Ich muss jetzt nicht die Schildkröte hier verteidigen. Das wird auf irgendeinen random Berg hochsippeln und runterfallen. Und fast sterben. Okay. Kleid immer mitnehmen, ne? Ja. Die Frau hat ein Kleid an. Okay. Kannst du dir das ausziehen und Virginia geben? Keine Ahnung, vielleicht. Haben die mit dem Typen da gemacht, dass der sich da jetzt so rumdreht? Ja. Kann's nicht ausziehen. Haben die irgendwie Probleme im ersten Teil bekommen, weil die immer die Titten gezeigt haben? Keine Ahnung. Ich bezweifle es, wenn man sich mit Virginia anzieht. Im Regen. Ja. Vor allem, willst du denn jetzt auf mich werfen? Vor allem, von was sollen die Probleme bekommen haben? Genau. Das ist sicherlich. Hallo Moose, du bist tot. Ich nehme dich aus. Ich finde schön, dass ich, wenn der mich schlägt und ich gerade den schlagen will, dass meine Animation nicht abgespielt wird, aber der Schaden trotzdem kommt. Nicht, dass der Ehrlich keine gehäutete Modelversion hat. Der ist auf der anderen Seite größtenteils von der Map, also zumindest nah am Berg. Hallo, irgendwie fünf fucking Fingers. Wie geht's so? Und ein Twin. Nett. Weißt du denn doch, wo die anderen beiden Sachen sind? Ja. Die beiden? Jetzt sind noch zwei Maintenance-Teile dort, wo du hin kannst. Ich muss mich hier gerade erstmal um fünf fucking Mutanten kümmern. Nein, musst du nicht. Da ist ein Lager. Das steht. Warum steht da noch ein Lager? Keine Ahnung. Ja, aber dann kannst du ja auch erklären, warum da so viele sind. Wenn wir halt ja viele von den normalen Stammesmitgliedern töten, dann kommen hier mehr Mutanten. Das ist der Switcher. Aber gefühlt, wenn wir die Lager wegmachen, dann steht da irgendwie nicht unbedingt immer einer, weil bei unserem Lager zu Hause steht zum Beispiel nie jemand. Gut, der Finger hat gerade einfach einen Vogel erschlagen. Und der Twin ist tot. Ist hier irgendwas Besonderes? Das sieht besonders aus, aber ich weiß nicht, ob das besonders ist. Okay. Es sieht hier voll cool aus. Hier ist eine richtig krasse Bucht. Und ein Gegner. Erstmal ein paar Mutanten rausnehmen. Also von dem, was ich jetzt gehört habe, sind so ziemlich alle Höhlen sehr enttäuschend. Hm. Ich meine, guess, das ist realistisch. Weil da noch nichts reingebaut ist in den meisten. Gerade die am Berg sind alle enttäuschend. Das sind so Einraumhöhlen. Oh. Wo nichts drin ist. Wenn da ja was drin wäre, dann würde sich ja irgendwo lohnen, aber da tut es nicht. So ein Yeti. Wollen wir eigentlich mal in dem Essensbunker dann gucken? Wo war der nochmal?
Am See oder so. Können wir dann, sobald ich zurück bin. Ich laufe hier gerade auch rum. Warum sind jetzt 50 Babys? Hallo. Erstmal das Lager zerstören jetzt. Priorität. Okay, das kaputt, das kaputt. Du kaputt. Das Und Beste, du was dir die kaputt. Bären halt geben, ist so ein minimal mehr maximale Ausdauer. Die Futtertruhe kann man nicht zerstören. Nö. Nur die Häuschen. So, hier an dem See war ich ja schon mal, da bin ich vorbeigelaufen. Ist auch gefühlt nichts drin. Sagt denn die Karte? Also du läufst hier gerade in Richtung Golfplatz. Und dann musst du noch mal auf die andere Seite vom Berg, also nach oben. Die entgegengesetzte Richtung, dort ist dann auch irgendwo ein grüner Punkt, wo du hin musst. Und beim Golfplatz kannst du dann auch noch mal die kriegen auch Rüstung. Beim Golfplatz kannst du den Golfclub holen. Ja. Hast du jetzt eigentlich schon ausgetestet, ob man was damit schlagen kann und du fliegst weg? Nö. Ich werde übrigens gerade von einem Brawler-Typen da verfolgt, der Rüstung hat. Netter Mann. Mit dem kann man sich unterhalten. Ja, der war neben mir, der ist mir gefolgt. Ich laufe hier gerade an dir vorbei. Ach, guten Tag da hinten. Rutsche. Kannst hier einfach runterfallen mit dem. Mit dem Bob. Ja, dem Schlitten. Schlitten. Der Schlitten. Ist das? Ist das. Ist das? Hallo, random Leiche. Ach so, du lebst noch. Ist Ich super, hätte wenn hier dir gern so einen auch. Walkman wieder. Spicy Energy Drink. Now in three new flavors. Thermal Grape, Bloody Banana and Chillin' Cherry. Werbung kann man einfach nicht überspringen. Ist Werbung. Es ist halt immer so, ne? Es war schon immer so. Du weißt, was hier gerade spielt. Crunchy Warum ist meine Flasche spontan leer? Da kannst du viermal raustrinken. Ja, aber letztes Mal, als ich das Spiel beendet habe, war die voll. Ach, das war auch noch das Beste, als ich diese Werbung hatte unten am Strand, wo da ganz viele Gegner waren. Ja, ne? Although living at the beach is. Sagen die dann irgendwas darüber, dass das ja toll ist, aber da sind ja auch Gefahren. Stehe ich in so einem Lager von denen. Leben on the beach gold. Irgendwann müssen wir Kelvin zu so einem Lager mitnehmen und den das Radio mitnehmen lassen. Es wird weggespawnt, wenn du eine bestimmte Anzahl von Kilometern oder so Metern davon weg bist. Ah. Das heißt, wir müssen uns einfach ein Radio
Holen den Gegner daneben. Ja, ich denke mir ja, dass ich einfach so eine komplette Base unter ein Gebäude von mir setze. Wenn ich irgendwann mal diese Burg baue. Dann hast du einfach unter dem Thronsaal. Hey, yo. Gut. Crunchy, crunchy too. Ah, hier ist das Lager. Ah. Das Lager. Ran, so. So, wir nehmen mit. Die kämpfen gerade. Okay, okay. Ah. This has turned into a difficult situation. Warum? Hab grad das selber platziert, wo ich es nicht wieder bekomme. Oder schwer. Kannst es von beiden Seiten wieder bekommen. Kann ich? Okay, ich kann das tun. Das macht es schon tausendmal einfacher. Brauche ich nur noch dich. Kannst du das Seil einfach so zum Port bewegen? Wenn ich irgendwo hoch muss zum Beispiel. Ich suche jetzt erstmal nach dem Strand, den ich finden will, um das Fernglas zu kriegen. Ich meine, das Fernglas ist ziemlich unnötig. Ich meine, in Forest 1 hat es mir irgendwie gefehlt. Mir nicht. Das hatte man ja auch mit einem Mod einfach schon drin. Wir waren mit einem Mod. Und da hat es halt auch nicht mal geholfen. Das war halt genau wie in Minecraft, wo sich Leute so ein bei Optifine das reintun und du es eigentlich nie benutzt, wirklich. Ich habe das ständig benutzt. Ich benutze es nie, weil es nichts bringt. Und hier ist ein Heli. Damit. Noch einer? Ja. Das ist die andere Absturzstelle. Gibt doch irgendwie vier, oder? Ich hätte halt nicht gedacht, dass die dann trotzdem den Heli dahin packen. Ich schätze mal, dass die einfach fest in der Lederanzug. Ich glaube, der ist für Virginia. Glaub auch. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den der gebe. Und die zieht ihn wahrscheinlich an. Ja, und was ist, wenn ich sagen will, ich will aber nicht, dass du das trägst. Ich will wieder, dass du so aussiehst wie vorher. Vielleicht bekommst du den Swimsuit ins Inventar, wenn du den der gibst. Darf ich den dann anziehen? Was bist du, Connor? Ich meine, Kelvin sieht irgendwie aus wie Connor. Kann man Kelvin den anziehen? Der Heli ist direkt neben diesem einen See mit der Insel drin. Oh. Huh. Ich mach gerade einen auf Skyrim Horse. Weil warum soll man über einen, um einen Berg herum gehen, wenn man drüber gehen kann? Auf dem Rückweg könntest du ja den Paraglider benutzen. Wenn ich da oben einen See? Da ist einer. Wenn ich den See? Ansonsten kannst du auch den vom Berg aus nutzen. Nette Schluchtberg. Da habe ich ja, glaube ich, schon geguckt, oder? Warum hört sich nette Schluchtberg an wie Name, den in einem Anime irgendein deutsches Mädchen haben würde? Keine Ahnung. Da könnte was sein, glaube ich. Was fandest du noch wohl so lustig, als wir dabei... Sollte ich das sagen?
wüsste eh nicht, wovon du gerade redest. Ja, bei dem Spiel, dass es halt 3 Jahren aufnehmen, mit dem das Name nicht genannt werden kann. Was wir nie fertig gemacht haben. Ja, wie gesagt, das nehmen wir seit 3 Jahren irgendwie auf. Ich wüsste nicht, was ich daran so lustig finde. Ja, was ich da bei der österreichischen da gesagt habe, das fand ich so lustig. Ja, das erste, was du dort gesagt hast. Was war das? Vor allem, warum tust du so, als wenn das irgend so ein Geheimnis wäre? Das weiß man eigentlich, wenn man das Video geguckt hat, was wir davor gemacht haben, um darauf da war ja was. So eine Art Trailer zu machen. Da war ja was. Mit dem ultimativen deutschen Kaiser. Ja. Warum fragst du? Warum fragst du? Ach, da ist der Bob. Hui! Hier schon. Er ist mit so einem halben Kilometer mitten im Schlitten den Berg runterfallen. Das ist die eine Höhle, oder? Ist das die? Warum kann man sich die Taschenlampe nicht irgendwie an die Schulter binden? Weil du die scheinbar auf der Schulter hast. Also die Höhle, wo wir gleich rein müssen, um das Essensdingens da zu haben, die ist in der Nähe von unserem Lager, also von dem K, direkt der Grüne, der nächste Punkt. Willst du schlafen? Wenn ich was finde. Ich meine, ich mach mir einfach kurz ein Zelt auf. Ja, mach ich nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt gleich bei meinem Ziel hier angekommen bin. Andernfalls ist das Lager von uns auch nicht so weit entfernt. Übrigens, hier sollen irgendwie Buff-Frauen reinkommen. Ness. Oder zumindest ein bisschen korpulenter. Das blüht nur. Und dick. Was im Endeffekt dasselbe ist. Manny to Mildred? Das sehe ich doch nicht. Irgendwo wurde vor kurzem referenziert bei was ich gesehen oder gelesen oder so habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo. Ich sag nicht, wo das referenziert wird, sonst weiß man, welche Sachen ich. Ja. Hä? Wo war das? Ich glaube, ich gehe auch pennen in meinem Bett. Wo war das? Kein Film, sag ich mal so. War das das mit Titanic? Ja, das war bestimmt das mit Titanic. Titanic. Warum Titanic? Ist da irgendwie so ein Alternative Cut, wo die den isst, oder was? Du weißt, welchen Anime ich meine mit Titanic. Das wäre mir neu, dass das dort abgespielt wird. Wo war das denn? Oder meinst du jetzt Leonardo? Ja. Da wäre mir das neu, dass das dort irgendwo in irgendeiner Form abgespielt wird. Ich mein nicht, wo das abgespielt wird. Alter, ich halte wieder so einen Rasenmäher, Mann. Glaube ich dir nicht, habe ich nicht gesehen, ist nicht passiert. Er ist tot. Würdest du auch sagen, dass die meisten Gegner hier einfach keine Kannibalen sind?
Ich würde sagen, die meisten Gegner hier sind Primaten. Ja. Man sieht halt nicht, wie die irgendwie sich gegenseitig essen. Das Einzige, was ich bisher sich gegenseitig essen gesehen habe, waren die Kriechetypen. Kannibalen. Dann wiederum erinnere ich mich aber auch nicht mehr dran, ob die jetzt wirklich eine Leiche von sich selber gegessen haben oder eine Leiche von irgendeinem anderen. Willst du sagen, die sind eine unterschiedliche Spezies? Man kann das argumentieren, wenn man bedenkt, dass das alles Mutanten sind. Würde ich so nicht argumentieren. Würde ich schon machen. Was ist dann, keine Ahnung, so ein Mops, eine andere Spezies wie ein Schäferhund oder was? Keine Ahnung, hier ist ein Haufen von Schädeln am Strand. Bin ich eine andere Spezies als du? Ey, so hast du doch immer argumentiert in Skyrim. Hä? Gehst du da jetzt einfach den Berg hoch? Ist dir nicht kalt? Ich bin Österreicher. Das ist Kultur, nicht Spezies. Ich rede gerade eher von meiner genetischen Mutation, die meine Krankheit verursacht. Die Hey-You-Krankheit. Badger! Achievement. We are the Badgers. The cocaine to the natives, oder was die denn noch gesagt haben. Jetzt bist du jetzt in der Golf-Dingenshöhle. Vergiss nicht den Golfclub. Wo genau war der? An irgendeinem von den Löchern. Und da müsstest du eigentlich schon vorbeigelaufen sein. Nicht, wenn ich von der anderen Seite komme. Du kamst von derselben Seite wie ich. Nee. Ich glaube, ich habe das Fernglas gefunden. Bist du über den Berg geklettert, um zum Golfplatz zu kommen? Ich bin aus derselben Richtung, wo du herkamst, gekommen. Berg? Ja. Er ist sogar Berg. Tarnanzug gefunden und Binoculars. Und Bombe. Bombeman? Gut. Ich habe mal eben unter Beweis gestellt, wie stark ich bin. Hä? Hab einfach auf so einen Gaskanister draufgeschlagen und bin explodiert. Mir ist nichts passiert. Revolver! Held! Ich mag die Chaperano. Ist das eine Person? Nee, das ist der Revolver hier. Ach, hier ist das. Hier war ich schon mal. Ein Prozent habe ich bekommen. 1% was? Ich bin Part von den 1%, weil ich wahrscheinlich so viel Geld gesammelt habe. Gut. Can't carry any more crunchy bunchies, no! Was kann ich jetzt eigentlich mit dem Schildpanzer machen? Gute Frage. Konnte man den in die Hand nehmen? Ja. Aber ich habe bisher noch nicht geschafft, drauf zu rutschen. Ich
Wo waren die Crunchy Bunchies? Ach da. Essen. Fruit Loops. Es kommt immer. Ich bekomme keinen Hunger. Ich verstehe nicht, warum man am 3D-Drucker die Seilrutschenteile bauen soll. Das findet man eh genug von. Wenn man vielleicht das RNG hat, nicht. Und ich meine nicht das Motorrad aus San Andreas. Although living at the beach might seem like a dream. Hat auch für mich wie so ein Traum gewirkt, ne, als ich da in dem Lager stand. In dem Burger? In dem Lager. Ah. Meinst mit dem Fernglas erkenne ich dich?